Hey, willkommen zurück hier auf meinem Channel am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, wie du Frauen für schnellen Sex aussortieren kannst, also wie du relativ schnell herausfinden kannst, ob eine Frau offen ist, relativ schnell Sex mit dir zu haben. Es kann ja sein, dass du jetzt gerade auf der Suche nach viel Sex bist, du möchtest Erfahrungen machen, du möchtest viele Frauen daten, kann aber auch sein, dass du gerade nach einer Beziehung suchst. Je nachdem, was du gerade machst, sind da natürlich unterschiedliche Fokuspunkte, sage ich mal. Aber wenn du jetzt gerade unterwegs bist und dein Wunsch ist es wirklich, mit vielen verschiedenen Frauen zu schlafen, viel Sex zu haben, dann will ich dir in diesem Video erklären, wie du schnell diese Frauen aussortieren kannst, die nicht dazu passen, und das auch noch mit sehr viel Spaß. Also, was du verstehen musst, wenn es ums Thema Aussortieren geht, ist, dass du gewisse Handlungen machen musst und dann schauen musst, wie die Frau reagiert, um zu wissen, was für eine Art von Frau sie ist oder wie sie zu dir steht. Das heißt, wenn ich mit einer Frau relativ früh im Gespräch, relativ früh beim Kennenlernen viel Körperkontakt aufbaue und ich merke, das kommt nicht gut bei ihr an oder sie ist nicht sehr offen für diesen Körperkontakt, dann weiß ich, dass ich wahrscheinlich nicht sehr schnell Sex mit ihr haben werde. Wenn ich mit ihr rede über Thema Beziehung, Thema Sex, mit wie vielen Männern sie schon geschlafen hat, wie sie das so handelt, wo sie so ihre Männer kennenlernt, das sind Fragen, die du ihr stellen kannst, und sie antwortet dir, dass sie normalerweise mit einem Mann nicht vor dem 10. Date schläft, dann weißt du auch, aha, außer sie sagt es in einem spaßigen Ton, dann weißt du, aha, das ist eine Frau, mit der wahrscheinlich kein schneller Sex möglich sein wird. Das heißt nicht, dass du diese Frau nicht treffen kannst. Klar kannst du sie treffen, wenn du Lust hast, sie über einen längeren Zeitraum zu treffen, vielleicht ohne, dass ihr miteinander schlaft. Du kannst sie natürlich versuchen zu verführen, aber am Ende des Tages könnte sie ihren Prinzipien treu bleiben. Und das musst du halt selbst wissen. Aber wenn du wirklich Frauen suchst, die sich schnell verführen lassen, die schnell Lust auf Sex mit dir haben, wo es einfach entspannt und einfach ist, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du relativ früh im Gespräch viel Körperkontakt aufbaust. Ich will dir ein Beispiel dafür geben, das war sehr extrem. Ich war gestern im Club unterwegs und da habe ich mit einem Mädel gesprochen und irgendwann habe ich einfach gesagt, gib mir mal deine Hand. Also wir haben so ein bisschen rumgeflirtet und ich habe gesagt, gib mal deine Hand. Sie hat mir ihre Hand gegeben, auch ein gutes Zeichen, komme ich gleich noch genauer zu. Sie hat mir ihre Hand gegeben und ich habe sie einfach in meinen Schritt gelegt und habe geguckt, wie sie reagiert. Und sie hat die Hand einfach liegen lassen und hat mich einfach angeschaut. So, und das war für mich, und dann habe ich die Hand genommen und gesagt, was machst du denn? So, benimm dich mal. Also dann habe ich einfach die Hand weggetan und habe so ein bisschen so getan, als ob sie gerade irgendwas Unzüchtiges gemacht hätte. Einfach, um so ein bisschen Humor reinzubringen und dann um die Situation noch abzubrechen. Also du willst immer die Situation abbrechen, bevor sie die abbricht. Also wenn ich mal ihre Hand nehme und in meinen Schritt lege, dann möchte ich der Erste sein, der diese Situation wieder abbricht und sagt, was hast du denn da gemacht? Benimm dich mal, statt dass sie die Hand wegnimmt. So, und das hat mir halt gezeigt, ihre Reaktion, nämlich dass sie ihre Hand hat einfach liegen lassen, hat mir gezeigt, dass sie da generell offener ist. Anderes Beispiel, was du vielleicht auch kennst, ist, dass du einfach, wenn du ihre Hand nimmst und ihr Hallo sagst, so ein bisschen ihre Hand einfach länger hältst und mal schaust, wie lange sie deine Hand auch hält. Du kannst sie so ein bisschen schwingen lassen, die Hand, und dann kannst du mal schauen, wie lange hält sie deine Hand. Und daran erkennst du erstmal generell, ich lass mal den Trecker vorbeifahren, daran erkennst du erstmal generell, wie bereit sie für Körperkontakt ist und wie bereit sie auch speziell für Körperkontakt mit dir ist. Und das schon in den ersten Sekunden. Das ist eine sehr, sehr starke Technik, die du benutzen kannst, um schnell herauszufinden, ob die Frau sexuell offen ist. Die andere Sache, von der ich eben schon kurz gesprochen habe, ist, dass du guckst, wie weit du sie führen kannst. Wenn ich zum Beispiel wenn ich ihr sage, gib mir mal deine Hand, dann ist das halt eine Investition. Also entweder sie sagt ja und gibt mir ihre Hand und investiert in unser Zusammensein, oder sie sagt nein. Und anhand dieser Reaktion, ja oder nein, kannst du nochmal sehen, hey, wie bereit ist sie schon, in unsere gemeinsame Interaktion zu investieren, und wie bereit ist sie vielleicht noch nicht. Das heißt, vielleicht gibt sie mir ihre Hand, aber ich kann sie noch nicht mit nach Hause nehmen. Vielleicht kann ich sie mit nach Hause nehmen, aber sie lässt sich noch nicht ganz ausziehen. So, und das sind verschiedene Stufen, verschiedene Investitionsstufen. Das heißt, wenn sie dir ihren Namen sagt, ist das zum Beispiel eine Investitionsstufe. Wenn sie dir Fragen stellt, ist das eine Investitionsstufe. Wenn sie dich von dir führen lässt und du nimmst einfach ihre Hand und sie ist cool damit, oder du sagst, gib mir deine Hand und sie macht das, dann ist das auch eine Investitionsstufe. Ich habe das letztens mit einem Teilnehmer im Coaching gemacht. Und da habe ich mir gesagt, er soll einfach die Frauen von einem Ort, wo sie gerade stehen, zu einem anderen Ort bewegen. Das ist super, eine super Sache. Angenommen, du sprichst eine Frau im Alltag an und dann steht ihr da so und dann kannst du zu der Frau einfach sagen, komm, wir gehen mal kurz ein Stück hier rüber. Und gehst einfach rüber und schaust, ob die Frau einfach so mitkommt. Daran erkennst du, okay, wie bereit ist sie zu investieren in unser Zusammensein. Und mit diesen Investitionssachen kannst du auch relativ schnell herausfinden, wie bereit ist sie schon von mir geführt zu werden. Wie leicht wird es, zum Sex zu kommen. Ich fasse also nochmal zusammen. Du kannst auch
verschiedenen Wegen rausfinden oder die Frauen aussortieren, die bereit für schnellen Sex sind. Das erste, was du machen solltest, ist, dass du relativ früh Körperkontakt aufbaust. Wie kannst du das machen? Zum Beispiel, du nimmst ihre Hand, lässt sie so ein bisschen schwingen und guckst, was ihre Reaktion ist. Wenn sie mitmacht, wenn sie deine Hand weiter hält, gutes Zeichen. Wenn nicht, ist sie noch nicht bereit oder wird vielleicht eher später bereit für Sex sein. Du kannst natürlich weitermachen. Musst du selbst wissen. Ja, wenn du sagst, hey, ich treffe die Frau gerne auf 3 Dates und schlafe dann mit ihr, ist das auch okay. Es gibt, wenn ich eine Frau treffe, dann gucke ich immer, hey, wie gut gefällt die mir? Und wenn die mir gut gefällt, dann bin ich auch bereit, die auf ein erstes Date nicht bei mir zu Hause zum Kochen zu treffen, sondern einfach woanders, ein normales erstes Date mit ihr zu haben, wenn sie mir wirklich gut gefällt. Weil dann denke ich mir, hey, die gefällt mir, ich habe auch so Lust, Zeit mit ihr zu verbringen. Musst du aber selbst wissen an der Stelle. Eine andere Sache, die du machen kannst, gut, das mit dem ihre Hand nehmen und in deinen Schritt legen, ist halt sehr extrem, sehr intensiv, ist, dass du diese Führungssachen machst und guckst, wie sehr sie in euer Zusammensein investiert. Das heißt, sag einfach, gib mir mal deine Hand. Dann hältst du ihre Hand, dann schwingst du sie vielleicht so ein bisschen und dann lässt du sie wieder los. Ja, das kannst du zum Beispiel machen. Oder du sagst, hey, wir gehen mal ein Stück hier rüber. Oder du sagst, komm mal mit, nimmst ihre Hand und gehst einfach los und schaust, wie sie reagiert. Und daran kannst du halt erkennen, ob sie bereit ist für den nächsten Schritt. Wenn sie nicht bereit ist, dir ihre Hand zu geben, dann wird sie auch nicht mit dir nach Hause gehen. Wenn sie aber schon mit dir nach Hause geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen nächsten Schritt auf der Stufe macht, nämlich mit dir zu schlafen, auch sehr hoch. Das heißt, benutze die verschiedenen Investitionsstufen und guck mal, wie weit investiert sie in das Gespräch und bau körperlichen Kontakt auf und schau, wie sie reagiert, wie lange hält sie ihn, ist sie komfortabel mit dem körperlichen Kontakt. Und wenn du diese Dinge machst, dann wirst du sehr, sehr schnell die Frauen rausfiltern können, die Lust auf schnellen Sex haben. Und das Gute ist, weil du körperlichen Kontakt aufbaust, fangt ihr schon an, so eine körperliche Verbindung zu haben. Das heißt, klar, wenn ihr Händchen haltet, wenn du ihre Hand nimmst und in deinen Schritt legst, dann ist ihr natürlich auch schon relativ klar, worauf es hinausläuft. Und dann kann das auch sein, dass sie dadurch erregt wird, dass du so körperlich bist, weil sie ja sowieso schnellen Sex sucht. Andere Frauen, die vielleicht eher eine Beziehung suchen und das langsam angehen, sind da vielleicht abgeturnt von dieser schnellen Art der Vorgehensweise. Aber die kannst du halt dadurch so ein bisschen aussortieren. Oder du datest auch diese Frauen. Wie gesagt, das kannst du machen wie Dachdecker. Aber wenn du schnellen Sex suchst, dann musst du die Frauen aussortieren. Mit Körperkontakt und damit, dass du schaust, wie weit investieren sie in mich. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag aus dem Wald. Wir werden uns am Donnerstag wiedersehen. Freue mich schon, dich wieder dann dabei zu haben. Bis dahin, ciao.